Grüß euch, habe die Ehre, alle miteinander auf meinem YouTube-Kanal Videograf 123, Graf Video. Mit dem Videografen bin ich eigentlich bekannt worden in meinem Führer. Ich rede heute in der Mundart, so wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil ich kann Hochdeutsch auch sprechen, aber das passt hier nicht her. Also, wir bleiben bei Mundart. Ja, wir sind da in Weitersfeld. Das ist da eine Ortschaft zwischen Pulkau, Retz und Horn, liegt ein bisschen weiter weg schon. Ich mache da heute eine Fahrt, sag ich mal, nicht ins Blaue. Ich habe schon ein Ziel, die Ruine Kaya. Die ist aber nicht sehr weit weg. Und wir fahren da durch das Waldviertel. Ich war ja überrascht. Ich kenne aus dem Waldviertel die. Ah, warte, kurz einmal. Die Ortschaften, also ich muss sagen, alle Schmuckkästchen, wirklich, gibt es fast keine. Diese Fassaden, die die da haben. Also, natürlich gibt es da auch, weil die das runtergerissen haben, aber der Großteil der Fassaden oder der Besitzer hat die Fassaden erhalten, so wie es war. Nicht? Also das ist ein erhalten ländlichen Kulturgutes. Nicht? Ja, wie gesagt, ich bin da am Weg zu einer Ruine, Kaya. Und schauen wir mal, wie wir es finden. Nicht? Da fährt irgendwas eine alte Bahn da rauf, noch was, weiß ich nicht wohin. Ich bin ja da noch nicht, lang. Ich muss mich da erst in der Gegend einfinden und ein bisschen orientieren. Ja, da geht es dann nach Hardegg. Ist auch nicht so weit. Hardegg, die kleinste Stadt in Österreich. Aber wenn man da so schaut, ja, also die Felder, die wir da haben, erstens einmal super gepflegt, dann ist ja da beginnt ja erst eigentlich das Waldviertel. Das ist eher so eine ebene Geschichte. Also da sind keine großen Hügel, Berge oder was, sondern leicht zu bearbeitende ländliche Flächen. Ja. Naja gut, da sind wir, da fahre ich jetzt, ich bin eh schon fast da, durch Wirtschaftel noch. Und dann kommt schon die Abzweigung zu dieser Ruine Kaya. Da ist schon der Weg rein. Da geht es hintere, da ist ein Parkplatz hinten. War natürlich nichts los. Ne? Das ist ein Auto, wie gesehen, ist da. Und da mache ich mich dann eben zu Fuß und mit Kamera auf den Weg zur Ruine. Ja, man sieht schon, ist ja, das Frühjahr beginnt schon langsam durchzu starten. Da habe ich gesagt, Wiese, es ist halt alles noch ein bisschen, es muss da sehr viel Schnee gewesen sein eigentlich, weil alles wahnsinnig feucht ist. Da sieht man schon den Turm von der Ruine, das ist ein Foto aus dem Internet. So schaut das aus, das ist eine wunderschöne Anlage. Es gibt sogar einen Rittersaal und alles drin, aber ja, es ist halt jetzt um die Zeit überhaupt noch nicht offen. Nicht? Also nicht nur wegen dem Problem, was wir zur Zeit haben, aber und jetzt ist natürlich, das sind Motive für einen Fotografen, für einen Videografen, wo das Herz lacht. Ne? Da gibt es noch Bacherl. Das ist, Wasser ist Trinkqualität, ja? Weil da Stickel weiter oben ist die Quelle von dem Ganzen. Nicht? Und da geht ein Weg über einen Bach drüber. Ich war halt der Meinung gewesen, das ist der richtige Weg, ja? Zur Ruine. Naja. Das ist ja Naturpark, also Teierpark ist ja Naturpark, ne? Und da ist so, alles was umfällt, das bleibt halt liegen, das verrottet. Also das ist ja der natürliche Verlauf der Natur, ne? Das ist Natur pur, ne? Und da ist eben oben, ich schaue da auf, wie sich die Hut, das ist ja da oben, ne? Ich habe aber dann gleich die Gelegenheit genützt, da ein bisschen ein paar Motive einzufangen, das ist ja traumhaft. Und ja, dann sehe ich da, wie ist das?
Also Bäume, die sind ja ein Wahnsinn, wie lang, wie hoch und lang die sind. Natürlich die Krone noch ohne Blätter. Es dauert dann noch ein bisschen, bis da das Grün alles zumacht. Aber zum Filmen einmalig. Ja. Ah, da gibt es Edelkrebse drinnen, da haben sie sogar Tafel aufgestellt, damit da niemand in den Bach reingeht. Ich habe zwar dann ein bisschen geschaut, das Wasser ist glasklar. Trinkwasserqualität, aber ich habe halt leider keinen Krebs gefunden. Ja, also diese alten, verwitterten, bewachsenen Bäume, da sind wir jetzt schon herum. Da bin ich jetzt aufgegangen, praktisch. Ich habe den ganzen Weg wieder retour gekommen. Und es war ein schöner Hartschaf. Also, ja, okay. Es war der Tag wunderschön, siehst du eh kein Himmel. Und da ist mehr bis Oktober ist da offen. Das ist oben schon die Brücke zum Haupteingang. Also die ist relativ hoch. Und da sieht man da oben. Und dann bin ich weitergefahren zu einem, das ist dieses Wildkatzenreservoir oder Reservat im Theiertal. Ich kenne das noch, ich war dort kurz nach der Eröffnung, ist auch schon einige Zeit her, und wenn man da jetzt noch durchgeht, es schaut ein bisschen verwahrlost aus, muss man schon sagen, es wird da nichts mehr gemacht. Und jetzt haben wir ein Jahr diese komische Geschichte, wo jeder weiß, dass das überhaupt, das wurde ja vom Land in Österreich gemacht, das Ganze. Und ich meine, es ist eine wunderschöne Anlage, wenn das alles wieder begrünt und blüht, ist das wirklich fantastisch. Ein Riesengebäude. Natürlich sind auch verschiedene Ausstellungen drinnen. Man nutzt das natürlich auch für was anderes schon. Ne? Dann gibt es eben die Naturgärten, Schaugärten. Ist momentan alles noch Winterschlaf, wacht halt alles gerade auf in den Frühling hinein. Aber es ist halt noch, das ist eine gute Idee. Nicht? Also, man muss sich nur ein bisschen das Hirn zermattern, muss man gar nicht. Es passt halt. Nicht? Das ist ein Bauerngarten, halt so wie der früher war. Riesengroß, auch schön angelegt alles. Nicht? Kann man reingehen, da ist ein Tier. Und das ist der Haupteingang von diesen Wildkatzen, ja, von dieser Wildkatzenanlage. Ich habe zwar keine gesehen, ich weiß nicht, wo die sind. Ja, okay, dann geht es weiter nach Hardegg. Hardegg ist ja bekanntlich die kleinste Stadt Österreichs. Ne? Und ist natürlich eine wunderschöne Stadt, ne? Also herrlich. Da ist die Burg Hardegg. Liegt ja wahnsinnig, ist echt super oben von Fösen. Und die Stadt Hardegg ist ja Stadt Hardegg, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und da ist dann irgendwann der Turm da, der hat auch irgendeine Funktion da vorne. Ja, dann bin ich halt durch den Ort gefahren, runter zum Kamp. Es ist ja alles sehr eng, also man muss sich vorstellen, auf der einen Seite ist der Kamp und auf der anderen Seite hat man den Hügel, den Berg. Ne? Und ja, wo zwickt man, wo man damals die Heißel hinzwickt. Aber dass man halt dann gerade da was herbaut, ja, wo man ja Angst haben muss vor einem Hochwasser und lauter so Sachen. Ne? Also die haben sie schon. Ich weiß nicht, wie das alles gegangen ist, weil da links davon, hinter die Häuser, ist der Kamp. Ne? Und da geht es jetzt runter da hat es ja einen Grenzübergang gegeben, oder den gibt es ja nach wie vor. Aber früher war der mit Zollhäuschen und war besetzt und hat auch seine volle Funktion gehabt. Ne? Aber heute ist ja nichts mehr. Nicht? Wir haben ja, leben ja in der EU, aber es ist wieder die Grenze eigentlich geschlossen. Nicht? Man wird es gleich sehen, was die da gemacht haben. Ganz raffiniert, die haben das so drauf, dass ja kein Coronavirus rein kann oder umkommen. Das ist das,
das österreichische Grenzzollhaushäuschen, das ist das Zollhaus Theierbrücke. Aber was da gemacht haben, da ist ja nur eine schmale Brücke. Da kann man eigentlich nur als Fußgänger oder mit Rauch kann man drüber. Na, dann haben sie da ein paar Hort so Gitter hergestellt mit einer riesen Vorverbotstafel und einer österreichischen Staatsgrenze. Grenze, was? Grenzübergangsstelle. Ja, toll. Ja, da ist mehr. Ja, aha. Da Informationen gebaut wurde sie 1874, auch schon mal her. Grenze geht hier genau in der Mitte vom Kamp, ja, also Österreich-Tschechien. Und da sind eben so Wehr, das sind nicht so künstlich, oder das ist künstlich gemacht, dass der nicht einen riesen, dass der ein bisschen aufgestaut wird und die Flussgeschwindigkeit ein bisschen eingehalten wird. Nicht? Und natürlich leben da Schwäne, also sind junge Schwäne, die halt in der Jugend noch grau sind. Da jetzt schon die schon langsam ins Weiß übergehen, sie zupfen halt da und die Federn und alles. Ja, die sind eben so künstlich angelegte Staustufen, dass ja das Wasser sich nicht, dass es nicht eine riesige Flussgeschwindigkeit kriegt. Ne? Natürlich wieder für einen Fotograf und da kommt der Schwan daher. Der entweder hat er gehabt, der kriegt ein Futter, aber ich glaube eher, der war kamerageil, war der. Weil wenn man sich den anschaut, wie sich der präsentiert, weil wenn er einen Hunger gehabt hat, hätte er im Schnabel was gesagt. Er sieht ja ganz elegant, ne? Das ist schon ein edles Tier, so ein Schwan. Jetzt zur Zeit, was wir jetzt da haben, natürlich, Erholung pur. Na, da bin ich heimgefahren, da fährt schon die haben heuer Schotter gestreut. Tonnen. Na, da fahre ich dann heim. Na, ich muss euch, liebe Leon, ich muss euch eins sagen, wir leben in einem Land, das wirklich schöner nicht sein kann. Ja, als noch. Weil landschaftlich, was immer bei uns. Ah, da ist wieder der Schotterkehrer. Die haben da Schotter aufgestrahlt. Oh, Wahnsinn. Da ist dann eine Baustelle, da springt einer raus und den hätte ich bald. Oh, Achtung! Okay. Ja, ich habe mich eh schon eingebremst. Ne? Und ja, ich bin dann halt dann schon am Weg nach Hause. Und da habe ich, der Wohnwagen, was da kurz steht, den habe ich ja, ich war jetzt schon da einmal beim Hinfahren. Und da bin ich dann zugefahren und habe mit dem Besitzer geredet. Ich habe den eh, weil ich schon da war, am Areal auch schon, haben wir schon plaudert ein wenig. Und da habe ich mit dem, glaube ich, eine gute Stunde, eineinhalb haben wir plaudert über das Auto erstens einmal und dann seine Reisen, was er gemacht hat. Das ist ja, er war einmal mit dem Auto, was man da sieht, das ist ein Nissan mit Wohnaufbau hinten, den kann man praktisch abdocken. Und der hat ja Reisen gemacht von 6 Monaten Kanada, aber war schon x-mal drüben. Das heißt, das Auto wird verschifft und da fliegen sie um und so weiter. Und da haben wir halt ein wenig fachgesimpelt. Ich bin ein Hochseesegler nebenbei noch, neben der Videografie und ich bin ja ein bisschen Produzent von Konzertaufzeichnungen und so weiter. Und da haben wir halt fachgesimpelt, wenn man sieht, sie werden ein paar Gas geben. Okay. Ja, dann bin ich eigentlich eh schon, war nichts mehr. Also das ist alles praktisch in unmittelbarer Nähe, wo ich jetzt wohne. Und ich muss euch sagen, liebe Leute, das Waldviertel, und das ist ja da erst der Beginn des Waldviertels. Ja, also das hat wirklich erstens einmal super Leute, das ist auch ein ganz anderer Menschenschlag da heroben. Mit denen kannst du reden, die haben Handschlagqualität. Und es ist eine traumhafte Gegend. Also wenn einer Ruhe sucht, Ruhe pur und entspannen will, ja, dann gibt es nur eines, auf ins Waldviertel. Nicht irgendwo hinfliegen um das Schweinegeld und die Luft verpesten durch die Flieger. Da gehört es her. Ja. Egal, und da bin ich jetzt schon daheim. In meinem Relax-Refugium. Und
Es ist ja so, wirklich, also man kann das Waldviertel nur empfehlen. Also egal, ob von der Landschaft, den Menschen, der Kulinarik, also super zum Essen, ja, die sind zuvorkommend. Also man kann sich nichts anderes vorstellen. Also, da. Also ich muss sagen, ich fühle mich da so wohl herum. Meine kleine Relax-Oase, ne? Traumhof, die haben wir da. Bauernhöfe, ja, das müssen ja früher, das waren nicht so Riesenbauern, die haben alle Viehzucht und so betrieben, aber gut, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, gell? Pfiat euch auf Waldfilerisch, oder Weihfilerisch, pfiat euch.